Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und was für ein Kackplatz ist das denn bitte schön für meinen Ruin-Totem? Gut. Hallo! Ich bin so klein. Ist das normal? Schon mal eine Palette. Auch nicht verkehrt. Wohin der David ist, keine Ahnung. Der kann schon wieder in einer ganz anderen Ecke sein. Ist da jemand runtergesprungen? Aber ich bleibe jetzt mal bei Bill. Leute verletzt. Zufrieden. Noch haben wir aber auch Ruinen. Das werden wir halt nicht so lange haben. Ich muss meine Fallen mal nutzen. Bin ich fast selber vor meinem Geräusch, was ich gemacht habe, erschrocken. Wo schaffe ich sie denn überhaupt hin? Schaffe ich das noch? Ja. Nutzt halt meine Fallen überhaupt nicht. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Warum versucht die sich sterben zu lassen? Also. Why? Okay. Dann lassen wir Bill jetzt liegen. Da ist sie lang. Ups. Ich höre dich doch. Mensch, Klödi. Da sind Kratzspuren. Was macht ihr denn? Wisst ihr, das sind dann diese Runden, die ich, wo man als Killer gar nicht so viel zu beitragen muss. Oh, ich wollte sogar noch warten. Man muss als Killer gar nicht viel tun. Aber die rennen einem halt immer so rein und oh, weiß auch nicht. Also ich meine, die Runde ist noch nicht gewonnen oder irgendwas. Aber das ist auch nicht so richtig. Die haben es halt jetzt sowieso schwer. Das weiß ich auch, weil ein Mate weniger. Die springen gern durch Fenster. Ich merke. Aber Bill.
Bill dachte sich auch so, nein, jetzt bin ich hier voll reingerannt. Die Tür, die wahrscheinlich. So, dumm gelaufen. Obwohl, ich hatte dich gerade, ne? Ist auch ein bisschen unfair. Naja. Ich bin der Killer, ja? Also, ne? Ruin steht noch. Wobei das halt so richtig, obviously, da rumsteht. Nicht offensichtlich. Jetzt wollte ich gerade anfangen zu singen, weil ich ganz vergessen habe, dass ich aufnehme. Was du hier? Hä, geht ihr mal retten? Entschuldigung? Wie wär's mit retten? Hallo? Oh, Leute. Ihr lasst jetzt ernsthaft eure Mates sterben? Er ist echt oben geblieben. Na gut. Bist ja noch verletzt, wenn ich dich finde. So. Da habe ich dich doch schon wieder. Jetzt wusste ich ja, dass er Dead Heart hat. Und, er hatte Angst, dass er zu spät drückt und hat dann zu früh gedrückt. Kann ich nachvollziehen. Ich bin auch, also wenn ich Dead Heart dabei habe. Das hat nicht so funktioniert. Das war jetzt halt auch ein bisschen doof. Okay. Ja, es war auch ein bisschen frech von mir, dass ich jetzt hier am Haken stehen geblieben bin. Ich kann das verstehen. I'm sorry, aber... I'm the killer. So, der hat sich auch sterben lassen. Cool. Ich bin richtig böse. Also... Ja, hat die Klödi die Luke? Hat sie Glück? Oh, die Luke ist ja noch gar nicht da. Spawnt jetzt ja erst. Okay, wenn sie die Luke findet. Ich habe halt auch noch Nöd. Nee, habe ich nicht. Die haben alle Totems weggemacht. Außer Ruin. Das ist bitter. Keine Luke. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich schon war. Ich finde weder die Luke noch Klödi. Ich gehe von aus, Klödi ist auf der Luke. Und wartet, bis ich da bin. Hä? Ich
Luca, also, aber sie hat die Luca anscheinend ja auch nicht gefunden. Ich hab keine Ahnung, wo die Luca ist. Habt ihr sie gehört? Also ich nicht. Gibt's überhaupt eine Luca? Luca? Ich wollte jetzt nämlich gerade hier auf den Mittelgang gucken gehen. Hier ist er nicht. Wo ist der Mittelgang? Ich habe keine Ahnung, wo die Luke ist. Ich bin ein bisschen überfragt. Das Archiv ist zwar schon längst Geschichte, aber ich habe endlich die Aufgabe fertig. Yay. Es ist ein bisschen schade, dass sich die eine hat direkt sterben lassen. Da waren die anderen auch nicht mehr so motiviert. Alles verständlich. Wir haben sie alle noch bekommen. Ja. In diesem Sinne, das war's wieder mit der Folge Killer für diese Woche. Wir sehen uns gerne in der nächsten Folge Dead by Daylight wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt gesund. Bis dahin. Macht's gut.